Okay, ich hab's rausgefunden. Wir müssen erst das hier. Dann das hier. Und dann das hier. Und dann muss ich den Mund aufmachen und dann ist die Sache erledigt. Wieso bin ich nicht gleich darauf gekommen? Die Truhe öffne ich mal mit Ether voll erhalten. Ether voll, okay. Safe State. Und ich hoffe, keine Gegner kommen. Ach ja, die habe ich ja schon besiegt. Super, 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 super. Assalamu alaikum. Ihr seid also endlich hier. Das ist er. Der Showdown. Heute wird ein Schlussstrich gezogen. Werden wir Reptiten oder ihr dummen Affen die Erde beherrschen. Starke überleben. Eiler stark. Eiler kämpfen. Wieso kann er sich eigentlich so gut artikulieren und die anderen nicht? Ich verstehe es nicht. Hört ihr diese liebliche Stimme? Ihr werdet gleich die besten Freunde. Okay, da ist der Boss und der springt einfach über den Sessel. Wieso springt er einfach über den Sessel? Ist er böse oder was? Aber er hat einen geilen Stuhl. Sarah Hut. Okay, Etabella Young. Sarah Hut, machen wir mal. Sehen wir mal, für wen das ist. Sarah Hut. Und. Verteidigung, Felsenhelm. Ja, komm, wir machen bei dir. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Und alle haben meine Rubinweste. Außer der Roboter. Scheiße. Roter Stern. Falle hernieder. Färbe die Erde rot. Die ist schon rot, wie du im Hintergrund sehen kannst. Din, 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 din. Auch wenn das Schicksal uns untergehen lässt, werden wir euch die Welt nicht einfach überlassen. Muhahaha, mit dem Nacht-Tyranno. Werde ich diese dreckigen Affen zu ausmerzen. Ja, das ist der Boss, aber wieso muss das so riesig sein? Das ist voll übertrieben etwas. So. So. Ach ja, sein. Ach so, ich dachte schon, er macht irgendwelche eine komische Attacke. Angriff. Okay, erstmal müssen wir. Scheiße! Du machst Feuer, aber ich habe Feuerschutz, deswegen zieht das weniger ab. Gewitter auf ihn hier. Verdammt. Ich wollte das nicht. Oh, verdammt. Ich habe erst gerade so gemerkt, dass ich wenig Lebenspunkte habe. 14. Okay, das ist gut. Gewitter. Wieder auf dich. Auf ihn. Komm. 47, er hat 2700 irgendwas. So. Du wirst nichts von ihm kriegen, weil er ist ein Roboter. Okay. Heilstrahl. Du machst mal Attacke auf ihn hier. Okay, wir müssen uns alle aufheilen. Sonst kratzen wir alle hier ab. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. 11. Okay, du machst sowieso nur wenig Schaden bei ihr. Deswegen sage ich ja, die Rubinweste also immer schön behalten. Gewittert. 2. Okay, sehen wir mal, wie der Bossfight ausenden wird. Und so, 415. Ich mach Wollzahn auf ihn. Das wird sowieso schon Wollzahnangriff. Willst du mich verarschen? Chrono, steh auf! Venusfalle. Ziehen wir was ab von ihm. Sehen wir, was er hat und was er uns geben kann. Was hat Kraftpille erhalten? Gut. Psychokinese. Was? Er ist tot? Wieso ist er tot? Oh. Venusfalle bei ihm hier. Du machst Objektbelebung auf ihn hier. Wir ziehen mal Azala ab. Und was haben wir bekommen? Der Gedanke hat gezählt. Was war das denn jetzt? Der Gedanke hat gezählt. Okay, er macht seine megamäßige Attacke. Deswegen müssen wir jetzt schnell uns heilen. Heilstrahl. Okay, wir haben mal
Voltzahn auf ihn hier. Wir müssen uns schnell heilen, sonst kommt er in seine übermäßige Attacke. Voltzahn, komm. Gib ihn. 256, willst du mich verarschen? Ja, leck mich. Heilstrahl. Du machst mal Gewitter auf ihn hier. Du machst mal einfach ein Rollerkick auf ihn hier. Okay, sehen wir mal, ob uns das jetzt schadet, die Attacke, die er jetzt als nächstes einsetzt. 356. Rollerkick. Bams. 85. 0. Okay, aber scheiße, dass Robo keinen Schutz hat. Aber ich hab Schutz. Heilstrahl. Gewitter auf ihn hier. Du machst dann einen normalen Angriff. Din, din, din. Und wir haben wieder Schutz und alles ist gut. Und dieser Azala Mahala Mahaha muss bald aussterben. Hoffe ich jetzt mal. 110. Psychokinese. Er hat 2700 Leben. Ja. Hä? Wieso hat gerade meiner gelacht? Fand das gerade lustig oder was? Ey, wenn du jetzt stirbst, dann hasse ich dich dafür. Heilstrahl. Okay, ich dachte schon auf ihn hier. Auf Robo. Du machst Angriff auf ihn hier. Kacke. So. Puh, das ist ein harter Kampf. Ich habe gedacht, dass ich jetzt in Azala Bruch. Vermindert LP. Erbärmlich. Also jetzt müsst ihr alleine gegen ihn kämpfen. Sehen wir mal, ob der Voltzahn etwas bringen kann. Ah ja, der Uzi Punch haben wir auch noch. Den würde ich auch noch benutzen. Den Volt. Und so. Bringt er was? Ja, da bringt was. Das ist gut. Der Uzi Punch. 715. Ach ja, der muss. Nein, er macht Heilstrahl. Du machst dann Voltzahn auf ihn hier. Ich will ja nicht, dass mein Robo ja abkratzt. Ihn brauche ich als Heiler. Und Volt. Okay, wie viel Leben hat er wieder? Irgendwas mit 10.000, denke ich mal. Ja, Leute, 10.000 hatte er. Dieses komische Viech. Ja, fick dich ins Knie. Voltzahn. Du machst dann den Uzi Punch. Puh, gucken wir mal, wie das jetzt enden wird. Okay, das haben wir jetzt auch. Uzi Punch. 718. Okay, sehen wir uns das mal an. Du machst mal Ether auf. Ether Medaillon auf Chrono. Nein, du machst Heilstrahl. Du machst dann Voltzahn. Okay, das ist gute Taktik. Das ist eine gute Taktik, Leute. Also macht die auch sich. Die ist auch die sicherste. Oh, scheiße. Wie du heilst dich mit ihren Kraft. Mit ihrer Kraft. Das sieht gerade aus, als ob sie vergewaltigt wurde und sie ist enttäuscht. Oh. Okay, das haben wir jetzt auch gleich geschafft. Voltzahn. Die machst du Uzi Punch. Okay, wie oft muss sie das denn machen noch? Okay, das läuft alles gut. Was zur Hölle? Wieso zieht das jetzt auf einmal so wenig ab? Okay, jetzt kann man einsetzen. Ach so, er muss erstmal diesen komischen Spruch sagen oder keine Ahnung. Verteidigung vermindert, stand da irgendwas, deswegen Angriff. Okay, jetzt sieht das wieder so ab wie davor. Heilstrahl. Wir müssen uns alle aufheilen. Gleich kommt seine behinderte Attacke wieder. Aber wenn man die Taktik weiß, wie man ihn besiegen muss, danach. Ja, fick dich, komm hier. Voltzahn. Du machst einen Ether Medaillon auf dich selbst.
Okay, es läuft alles bisher sehr gut in meinen Gunsten. Und ich kriege jetzt noch 30 dazu. Damit kann ich jetzt gut was anfangen. Okay, kann ich ihn noch bevor töten, kann ich noch ihn davor töten, bevor er seine komische Attacke macht? Voltzahn und dann den Heilstrahl. Weil wir werden sowieso gleich LP verlieren. Und ist er tot? Nein, er lebt noch. Okay. Aber er hat nicht bestimmt nur so 2000 übrig, deswegen wird es ganz schnell vorbeigehen. Eins. Verdammt! Voltzahn. Ja, wenn das fertig ist, werde ich sowieso. Okay. Okay, wie viel kriege ich? Okay, nicht so viel. Das ist auch gut so. Voltzahn. Warte, hat noch nicht. Ah, scheiße, vergessen. Er hat noch nicht gesagt, dass er seine Verteidigung vermindert. Sag schon. Nein, du machst mal. Nein, du machst Kraftstrahl auf ihn hier. So. Und sagst du irgendwas dazu? Ja, du machst Voltzahn. Du machst den Uzi Punch. Ich hoffe, das ist jetzt erledigt. Kacke. Und so. Und so. Ist jetzt der tot? Ja, er ist tot. 25 Tech-Punkte. Alle erreicht nächste Stufe. Safe State. Was macht Asala da? Asala macht Lakakala. Okay, traurige Musik. Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Nein, es kann nicht sein. Sind die Himmel auf der Seite der Affen? Hört zu, Primaten, und erzählt es weiter. Wir Reptiten haben tapfer bis zum bitteren Ende gekämpft. Oh, Tanga. Eila verstehen. Eila machen gleich Liebe mit dir. Und was ist dieses behinderte rote Licht? Bald werden Feuerkiesel herabregnen. Flammen werden das Land verbrennen. Die Ebenen werden langsam einfrieren. Eine lange, grausame Eiszeit folgt. Muhahaha. Welch ein Genuss. Ihr werdet wünschen, mit uns zu tauschen. Asala, was ist los mit dir? Lavos. Lavos, das ist unmöglich. Hier. Lavos kommt. Also Lavos ist aus der Außenwelt. Also nicht von der Erde aus, also von irgendeinem komischen Planeten kommt der. Irgendwie erinnert er mich an irgendein Dragon Ball. Also, kennt ihr Sakugus Bruder? Wie heißt er nochmal? Wie heißt er nochmal? Dieser böse Bruder, nicht Raditz, der andere. Der sieht aus wie Sakugu. Kam ja auch so mit einem Riesenbaum an, der die ganze Energie von der Erde saugte. Und dieser Lavos ist das gleiche. Aber diesmal ist das ein Riesenkäfer, glaube ich. Eilas Wort. La ist Feuer. Vos ist groß. Lavos. Achso, das Wort kommt von denen. Eila. Kino. Gehen wir zum Kino. Hast du Popcorn und Cola dabei? Ey. Was ist jetzt los? Beeilen, Lavos bald kommen. Alle Daktyl reiten. Wir werden jetzt Daktyl reiten. Kino, beeilen. Und was ist jetzt los? Eila, was du tun? Komm, Aisala. Komm. Wir machen zusammen Mahalla Hahalla. Absolut nicht. Die Kräfte der Natur haben gesprochen. Eila, beeilen. Nicht die Kräfte der Natur, meine Kräfte haben hier gesprochen. Meine Geduld, Asala. Ich nicht vergessen. Deinen großen Penis, die Zukunft. Zukunft? Was mit Zukunft? Wir haben keine Zukunft. Okay. Mir fehlen die Worte. Wo zur Hölle sind wir? Übertreib nicht. Übertreib die Lage nicht, Leute. Okay. Okay, wo bin ich denn? Wo bin ich denn hier? Ich bin da unten. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn? Hallo? Also wurde Lavos hier geboren. Okay, diese drei blauen Lichter scheinen wohl Chrono, Eila und so sein. Lavos riesig. Chrono dagegen kämpfen. Chrono, wir gehen wo Lavos fallen. Die ist voll schnell.
Lava sollte nun schwächer sein, ob wir ihn besiegen können. Wir hätten also, um diese komischen Spezialendings zu bekommen, kann man eigentlich schon davor gegen ihn kämpfen, da kann man die Spezialendings freischalten. Hier, Dactylos. Dactylos, wie geht's dir, Dactyl? Ich kann dich ja reiten, das ist doch toll. Ich kann dich reiten, das ist so toll. Okay, da. Okay, hier ist der Krater. Das bringt mir nichts. Geh ich einfach hier rein. Höhlenruinen. Und Safe State. Ein Tor ist entstanden. Ja, Roboter, beruhig dich, beruhig dich. Chill doch, chill. Lavos sehr schnell, schon tief in Erde. Er scheint, als schaffe Lavos enorme energetische Strahlung durch Veränderung der Zeitachse-Tore. Was ist Chrono? Lavos war hier rein, ja? Wie hier rein? Wo rein? Ich geh einfach da rein. Okay, wir haben das Mädchen und wir kommen sowieso am Ende der Zeit. Oder wo kommen wir an? Wo kommen wir denn an? Hallo? Okay, wir kommen hier an. Der Zeitkompass sagt, was? 12.000 Jahre zurück? Was für eine Reise? Wo wir sein, Chrono? Wir gehen sowieso gleich wieder zurück, weil ich noch sehen will, was er, der komische Specchio, zu der Frau sagt. Ob sie irgendwie Magie lernen kann. Ich hoffe, sie kann das. Okay, von denen kommen wir. Da ist unsere Truppe. Die chillen jetzt. Und die gucken alle dem Mann zu. Und so. Und so speichern wir ab. Das ist gut. Und? Was bist du für ein Viech? Oh, hallo Süße. Dummerweise bist du älter als die Magie. Aber du scheinst mit deinen anderen Fähigkeiten ganz gut auszukommen. Hi, wollt ihr ein... Nein. Jederzeit, Freunde. Denkt dran, ich bin der Meister des Krieges. Er verändert jedes Mal seine verdammte Form. Okay. Okay, die ist älter als die Magie. Okay. Ich würde das als Beleidigung sehen. Insel der Erdgebundenen. Insel der Erdgebundenen. Okay. Sehen uns mal das an. Und speichern wir. Und rein mit uns. Also, ich weiß schon. Warte, oder? Vielleicht hab. Ey, das ist eine Höhle. Terra-Höhle? Okay, da kann man nicht rein. Terra-Höhle, okay. Da kommen wir bestimmt später rein. Da unten ist nichts, das weiß ich. Deswegen. Aber wenn ihr es nicht glauben wollt, hier, ich zeige euch, hier erwartet euch nichts. Wir müssen nach rechts, weil da ist ein Weg oder so. Oder ein, ja, das hier. Ich weiß nicht, wozu es da ist, aber es ist da. Okay, kann man nach unten gehen? Ja, man kann, aber da ist nichts. Rampe. Wir gehen einfach auf die Rampe. Ja, okay. Okay, wo zum Teufel? Wir sind im Himmel. Wir besuchen jetzt Sky Island. Ey, Enhancer. Okay, was gibt's hier? Willkommen in Enhancer, in dem magischen Königreich des Eifers. Wir finden Wahrheit im Glück des Schlafs. Grundgütige, wer seid ihr denn? Hast du es gerade erst gemerkt, oder was? Was bist du für einer? Dies ist das ewige Königreich des Eifers, wo Träume und wahr werden können. Aber zu welchem Preis? Ja. Und du? Seid willkommen, seltsame Besucher. Königin Eifer regiert dieses magische Reich. Ihre Schönheit und Größe sucht ihresgleichen. Und du? Wir verdanken alles der Königin. Nach des Königs Tod pflegte sie die Magie, die uns Fortschritt machte. Ach ja. Ach so, ach, die Leute kann ich auch danach reden. Also diese Bücher hier, die sind nicht einfach als Dekoration da, die sind da, um etwas freizuschalten. Junge, hast du nichts gelernt? Kann ich dir helfen? Was los? Hier gutes Essen. Der schwarze Wind heult. Einer von euch wird bald umkommen. Was bist du für ein Emo-Kind? Ist das wahr? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Warum hat er das gesagt? Junge, komisch, aber nicht böse. Okay. Das heilt uns.
oder? Tiefensteinwasser erfrischt ihre Körper und Seele. Und dann müssen wir das hier aktivieren. Und dann müssen wir runtergehen und dieses behinderte Buch ansprechen. Dann öffnet sich dieser Eingang da. Der führt uns zu einem Mu. Der ist auch stark. Das habe ich gelesen. Der Guru des Vernunft ist fort. Kämpfen, ja. Okay, los. Und diesmal sind das 6 Nus. Ach, so eine Scheiße. Okay, Maxi-Klon. Raketenrolle. Ach, Scheiße. Fick dich doch ins... Okay, die treffen mich nicht mehr so sehr. Venusfalle machen wir mal. Die sind auch sehr stark, deswegen... Och, das wird heftig. Klaust du? Ich hoffe, du sagst nicht mehr, dass der Wille zählt oder so. Wischer halten. Raketenrolle. Okay, Venusfalle. Verdammt! Ich hoffe, du lebst noch. Venusfalle. Verdammt, lass den armen Robo in Ruhe. Ihr elenden Wichsers, hört auf mit der Kacke. Okay, ich muss mich langsam auffallen. Venusfalle. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben die haben, aber... Scheiß drauf, ich werde jetzt mich sowieso auffallen. Und, was habe ich bekommen? Wischer halten. Ich werde mich aufheilen. Ich werde mich aufheilen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Hallo, lasst mich mal in Ruhe. Heilstrahlen. Verdammt. Belebung, hier. Ja, das Mädchen kriegt nichts mehr. Ja, du lebst wieder, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ach, du elender Wichser. Ach, gut so. Wichser, töte sie nicht. Ach, ich hasse dich dafür. Ach, komm, hör auf. Lass das arme Kind in Ruhe. Raketenrolle. Willst du mich verarschen? Komm herauf. Ey, willst du mich verarschen? Oh, so eine chillige Musik im Hintergrund, aber dann solche Bastardos von Bosse. Belebung hier. Ey, ich bin schneller dran. Komm, beleb sie. Beleb sie. Scheiße! Ich hoffe, sie... Oh, scheiße. Okay. Bitte kein Schaden. Schwächlinge, nu. Wie du bezeichnest mich als Schwächling? Okay, wir machen mal so. Okay, Formation ändern. Verdammte Formation ändern. Warte, mit wem war es gut? Ah. Oder warte. Warum lache ich eigentlich so böse? Warte, ich muss mal... Warte. Ich muss das mal nachgucken. Geldangriff. Ist auf alle oder wie? Okay, Klingenwurm, Platzblase. Flammenkick, Faltenschlag. Warum habe ich den Faltenschlag nicht gemacht? Der ist effektiv. Was kannst du? Donnerstar, Wasserfall, Schlagblase, Eiswurf, Flammenkick. Okay, nochmal die gleiche Truppe. Und komm. Ja, ich werde dich jetzt in Grund und Boden stampfen. Und mein Sitz ist komisch. So, rein mit dem Sitz. Faltenschlag. Heilstrahl. Fick dich doch ins Knie.
Okay, kein, nichts getroffen. Okay, so. Okay, das ist effektiv. Das ist sehr effektiv, das ist gut. Wieso habe ich das nicht davor gemacht? Ich weiß es nicht. Okay, komm. Faltenschlag. Ey, ich bin schneller als euch gewesen. Ihr könnt nichts dagegen machen. Okay, tot. Okay, das ist gut, das ist gut. Das ist verdammt nochmal gut. Ihr seid weg. Ihr seid ihr nur da. Aber wenn ihr mich noch töten könnt, das wäre heftig. Ja, oh, fick dich doch, du elender Wichser. Okay. Faltenschlag. Heilstrahl. Okay, komm. Komm, 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 komm. Okay, mit dem Faltenschlag, das ist sehr effektiv dann bei denen. Wenn man ein hohes Level hat, glaube ich auch. Heile uns. Erfrische uns. Dankeschön, Robo. Robo ist mein Freund. Ein Faltenschlag. Und ich hab gewonnen, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen, denn, denn, denn. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen, das ist so toll. Ja, fick dich. Fick dich, du Scheiß. Faltenschlag. Und Vamps, weg mit dir. Und so, und so, und so. 744 Erfahrungspunkte, 90 Textpunkte. Was kriege ich von dir? Ihr seid stark, hier. Megapille, nein, Magiepille, Hasspille halten, nu. Du verschwindest, okay, du verschwindest einfach so. Wenn du Bock hast, du verschwinden, okay. Okay, wenn du nicht mit mir reden willst. Und du? Träume bringen und bringen Wahrheit. Kräutertee, Kristalle. Kräutertee, hä? Okay, du? Die Stadt der magischen Studien, Kaya, liegt am Rande des westlichen Kontinents. Das Luftschiff Düstervogel liegt dort vor Anker. Okay. Habe ich mit dir schon geredet? Das Schloss ist im Zentrum des Reiches. Die Königin beschützt von dort aus die Welt. Die ganze Welt. So, dass wir ruhig schlafen können. Gern. Und du? Im Schloss muss einen Schlüssel zum Nordplatz geben. Ist aber streng verboten. Tiefsteinwasser. Ja, okay. Jetzt bin ich voll komplett aufgeheilt. Ja, das ist gut. Was gibt's hier? Hallo. Das Tor zum Nordpalast ist energetisch versiegelt. Nicht einmal wir, die Erleuchteten, können es öffnen. Die Königin hat die Elementarwaffen im Nordpalast versiegelt, dessen Eingang auf dem nördlichen Kontinent zu sehen ist. Niemand darf hinein. Achso, ich dachte schon, irgendwas passiert jetzt. Okay, da ist ein blauer Kristall. Hinter ist ein Donkey Kong Hintergrund Himmel Ding. Kann ich da was kaufen? Willkommen. Kaufen. Unterkunft, kaufe ich mir noch 9 Stück. Ether habe ich auch nicht mal so viel. So. Belebung. 3. Nein, das. Ach, scheiße, habe 1 davon gekauft. Okay, 1 davon. Ach, okay, das reicht schon. Speichern. Okay, das war jetzt eigentlich alles, was man hier machen kann. Und deswegen gehen jetzt raus. Und gehen nach oben. Oder wartet. Ach komm, wir gehen noch ein bisschen nach oben, bevor ich einen Cut mache. Und hier rein. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder nach unten. Und dieser Scheißwind ist wieder im Weg und nervt wieder. Und so. Und so, und so, und so, und so. Sehen uns mal das an hier. Krampe. Und meine behinderte Waschmaschine höre ich wieder. Wieso macht sie nur solche behinderte Geräusche? Das nervt so doll. Teleport. Und weiter geht's. Und hier kann man auch was machen. Okay, erstmal hier. Kayamaya. Kayayana. Und das ist ein Nu. Okay. Okay, wo ist das? Wo war das erste Buch? Wo war das erste Buch wieder? Ich hab wieder vergessen. Was war das? Okay, das war Wasser. Den, 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 den. Wind. Okay, jetzt muss ich das Feuer-Dingsbums. Ach, das ist eine Truhe? Achso, das war Sitze. Was war das da? Ja, das war Feuer.
Und was ist das? Etwas Seltsames gefunden. Und wir kriegen... Aber ein Schwarzstein ist da drin. Was soll dieser Schwarzstein bringen? Ich weiß nicht. Doch, ich weiß es. Ich habe nachgeguckt. Okay, er kann es nicht tragen. Drittauge hat er. Wieso hat er Drittauge eigentlich? Okay, er kann es auch nicht. Kannst du es? Okay, du kannst es auch nicht. Wer kann es denn dann? Hä, wer kann das dann... Ach, hier ist das. Ein Triple Tag. Ewig dunkel. Ah, da bleibt mein Leben wieder richtig wenig. Ich glaube, ich mach's bei ihr. Verteidiger. Oha, ich könnte sie eigentlich gut leveln. Schwarzstein. Wir machen das mal. Sehen uns mal die Attacke an, die jetzt irgendwie Luca kann. Wie, ich dachte, das war Triple Tag. Warte mal, sie hat das jetzt ausgerüstet, oder nicht? Warte, muss das dann... Warte, ich denke, man muss sie dann reinholen, oder? Um das zu sehen. Okay, jetzt das hier. Jetzt kannst du aber nichts dagegen machen. Jetzt musst du es mir zeigen. Okay. Ich verstehe es nicht, aber egal. Aber wir haben ewig dunkel erhalten. So. Und hier raus. Jetzt sehen wir mit jedem hier. Du Nu, komm her. Kaufen. Okay, da kann nichts anderes. Ich habe Magnetschilde, aber kann sie aber ohne die Einwilligung der Königin nicht verkaufen. Magnetschilde, okay. Auf dem südlichen Kontinent seht ihr den Sonnendom. Ein Solstein, einst die Kraftquelle der Welt, befand sich dort. Aber als wir begannen, unsere neue Energiequelle zu nutzen, wurde er versiegelt, genau wie der Nordpalast. Sie sagen, wir brauchen die Energie dieses alten, müden Planeten nicht. Okay, da ist ein Sonnenstein oder so. Und die Tür ist gerade zugegangen. Und wir sehen uns das nächste Mal.